Moin Moin, willkommen zurück zur weiteren Runde von Legion TD2 Ranglistenmodus. Aktuell Platin 2, geht aber weiter nach oben. Ich glaube, ich bleibe einfach mal bei der Burg. Die hat sich ganz gut bewährt. Welcome to Ich Nova. will ein bisschen Progress machen und hier ein bisschen aufsteigen. Was haben wir denn da? Fürst des Todes ist sehr gut. Dich nehme ich nicht mit. Das kann ich mitnehmen. Der ist manchmal richtig stark. Den Warg nehme ich auf jeden Fall noch mit. Ja, der ist aber auch stark nach dem Millennium. Ja, guter Aufprallschaden auf jeden Fall. Warg raus, Millennium rein. Ja. Habe ich zwar ein paar teure Einheiten, ist aber nicht so wild. Machen Yozora Start. Zack, Start. Let's go. Zwei Bone Crusher hat er gebaut. Der will wohl auf Nummer sicher gehen. Also mit dem Crawl. Könnt ihr dann zu einem Eiersack aufwerten? Das wäre eine Möglichkeit. Also erstmal einen kleinen Split machen für den Anfang, schon nicht schlecht. Da bin ich erstmal abgesichert. Aber später Fürst des Todes auf jeden Fall mit rein. Erstmal noch einen King aufwerten. Bringt mir eh nichts, weil der so viel gebaut hat, dass ich irgendwas schicke. Ich glaube, Aufwertung. Nee, er hat den Crawl nicht ausgenutzt. Den passiven Effekt, dass man den nochmal verkaufen kann für 90% der Kohle. Ich kann ruhig noch einen Worker gehen. Und kann hier auf jeden Fall noch ein bisschen aufbauen. Und dann bin ich vollkommen gut dabei für die nächsten Runden. Ja, ist auch ein guter Split. Relativ günstig. Wanderer packe ich dann noch dazu. Und dann bin ich gut dabei auf jeden Fall. Okay, Atome noch hingestellt. Hier ist eine Archer. Nee, hier ist eine Harpier. Okay, gucken wir mal. Ein bisschen mehr gebaut. Okay, hier ist ein Angler am Werk mit Manaros, sehr gut. So, packe ich erstmal den Kleinen hier hin. Der ist dann ultra stark, wenn man ihn aufgewertet hat. So klein ist er halt übelst kacke. Aber da ist so ein passiver Effekt mit dem Secret Stash, dass man den halt auch für 90% wieder verkaufen kann. Ja. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber er sammelt. Wollen wir 15 was schicken für die Yozora? Wahrscheinlich. Da ich jetzt noch keinen magischen Schaden habe, werde ich einen Wanderer hin platzieren. Das macht Sinn. Hier drüben hin. Ich baue noch einen davon hin, weil ich glaube, dass der mir jetzt wahrscheinlich den Unhold reinschicken wird oder eine Brute. Schauen wir mal. Hermit. Okay.
Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Aber der heilt gut hoch. Okay, der Groß ist zumindest down. Ja, da kann ich nicht viel machen. Mit dem Hermit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ja gut, kriegt halt sein Kopfgeldjäger mehr Kohle und mehr Mana. Ich könnte jetzt tatsächlich auch was schicken. Wenn ich jetzt eine Blut reinhaue, könnte mir das helfen. Ich werde einen upgraden. Haben wir eine Blut rein. Werde ich eh nicht hingekriegt. Bin auf jeden Fall gut gegen die. Der kann jetzt nicht ganz so viel machen. Ja gut. Ich gucke einfach mal, was passiert. Upgrades, da kann ich einen Blocker holen. So, der wird weggemacht. Aber die Atome machen viel, ne? Die machen hier gut Schaden. Der ist unter Blocken. Okay. Drei durchgelassen. Wegen dem Unhold. Ja, ich könnte für Einkommen einfach was schicken. Keine Ahnung. Turtle. Einfach noch ein bisschen Geld rauszuholen. So, hier ist kein Problem mehr, kann ich einfach einen upgraden. Mir fehlt traurigerweise ein Gold, um noch einen Worker zu bauen. Aber ist nicht so schlimm. Die sind die perfekte Verteidigung gegen die beiden Wellen. Da muss ich gar nicht viel machen. Ich werde aber jetzt auch nicht noch einen hinstellen. Das macht keinen Sinn. Den brauche ich 190 auf jeden Fall. Ja, anscheinend sammelt er jetzt für 9. Ich würde auf den Großvater dann was schicken. Macht für mich Sinn. Könnte für ihn tatsächlich auch Sinn machen. Muss er magischen Schaden oder so mit reinpacken. Na gut, ich halte das. Dann machen wir jetzt nochmal einen Autosend. Und dann gehen wir auf die 10. Den werde ich auf. Dann stelle ich hier einfach noch einen hin. Ja, ein Upgrade mache ich noch. Ich werde mal hier die Regeneration ankurbeln. Achso, da ist schon eins drin. Nee. Jetzt erst. Komisch. Na gut. Ich will jedenfalls auf der 10 schicken. Wie ich es mir schon gedacht habe, er wird auf der 9 was machen. So viel Aufprallschaden habe ich dann doch noch nicht. Den Wand auch wahrscheinlich aufwerten, macht am meisten Sinn. Aber ich komme nicht dazu, Worker zu bauen, weil er immer so sammelt. Das ist schwierig. Ja, ist zu teuer. Aber den zweiten kann ich auch nicht platzieren. Scheiße.
Dann müssen wir damit zurechtkommen, was da ist. Ging es schon gut abgegradet. Ja, okay, er macht sein Ding. Kann gut sein, dass die zusammenspielen. 280, holy shit. Das halte ich auf keinen Fall. Mole Hermit. Zwei Robos. Das sieht schlecht aus. Das sieht sehr schlecht aus. Da kann man tatsächlich noch zurückkommen. Da ich ja mit der Burg spiele. Ich kann jetzt mal hier ein paar Walker reinballern. Ungünstig. Sehr ungünstig, dass ich tatsächlich mal wieder zwei Gold zu wenig habe. Ich hätte noch was schicken sollen vorher, aber ist egal. Ich baue jetzt einfach noch welche hin. Die kann ich nur upgraden. Wirklich eine große Wahl habe ich ja aktuell nicht. Hat trotzdem 140 reingeschickt. Oh, der hat den Elite Archer. Das blockt er. Ah, 11 Leben. Shutter und Geld, ja. Und ich habe verkackt. Schwierig. Aber jetzt kommt unser Comeback. Jetzt kommt unser Comeback. Pass mal auf. Der erste Fürst ist schon mal da. Das ist unglaublich gut. So, hier packe ich noch einen Wanderer hin. Ja, was haben wir? Das ist schwierig, ne? Ja, wir nehmen Echsenarmee. Ich hau jetzt einfach noch was rein und dann gehen wir auf 13. Schnecke kam raus. Ja, magischer Schaden ist aktuell noch nicht so gut da, aber Fürst des Todes steht jetzt schon mal da. Das ist optimal. Der wird viel rausholen. Jetzt kann ich viele Worker holen. Hauen wir gleich mal drei raus. Auch wenn ich hier ein bisschen liegen sollte vielleicht. Oh, sieht gut aus. Jawohl. Sehr schön. Sehr schön, das war wichtig. Das war echt wichtig. Mach doch auf 13 mit und schick nicht jetzt was. Oh. Warum? Was will man machen? Die Leute machen, was sie wollen. Oh, nee. Gerade auf 13. Wenn du extra mehr hast, gehst du auf 13. Das ist für ihn sogar gut.
Weil da so viele. Drüben sind Harpien und sowas. Was will man sagen? Es ist halt wie es ist. Gut, was hauen wir raus? Jetzt müssen wir ein bisschen Stich mitschicken wahrscheinlich. Er wäre gut. Er wäre richtig gut. Centaur. Ist wirklich gut durchgekommen. Hat kaum was abgegradet. Gerade die Bäume nicht. Ich kämpfe noch, ne? Ja. Aber ich block das. Super. Jetzt hau ich dem seinen Zentaur rein. Und das wird mega gut. Ich hole noch einen Worker. Ich baue jetzt richtig auf Worker auf. Besucher Upgrade. Ich liege ein bisschen drunter, aber es ist nicht ganz so wild. Ich kriege leider nur 100 zusammen. Dann baue ich noch, hau ich noch einen Hermit rein. Okay, dann warte ich. Ja, scheint nicht wiederzukommen. Das heißt, ich muss alleine weitermachen. Ja, Kingpin hat er wenigstens noch hingestellt. Schnecke noch mit rein. Komm. 440, dann jetzt gibt's auf die Fresse. Für mich und für ihn aber auch. Ja, ich krieg mehr auf die Fresse. Das sieht ja nicht ganz so gut aus. Okay. Ich bin alleine. Was tun? Ja, Millennium. Das ist ein guter Plan. Das ist ein guter Plan. Jeden Fall brauche ich für nächste Runde noch einen Fürsten. Oder muss ich ihn upgraden? 410. Ich bekomme 192. Das heißt, ich habe 520. Zwei Worker können wir machen. Das war doch nur ein Echo-Send. Hundertprozentig. Jetzt haben wir Dinos rein. Wir müssen probieren. Wir müssen probieren. Okay. Also. Hier ist schon mal gut was dabei. So, ein voller Kingpin, zwei Golems, gute Mana-Rösser. Das ist natürlich Quark. Aber egal. Machen Echo-Sens. Okay, der Rechte hat minus 300.
Bei Linke minus 100. Ich bin drüber. Und mein Bot-Kumpel ist auch drüber. Das ist ja schon mal sehr gut. Das sieht gut aus. Shutter und Gold brauche ich unbedingt. Ja, wir können mal ein paar Blocker holen. Das ist extrem wichtig. Hab ich schon wieder fast vergessen, wenn man hier alles auf einmal machen muss. Das ist gar nicht so einfach. So, die werden abgegradet. Die werden abgegradet. Jetzt habe ich 4 von den dicken Dingern. Junge, Junge, Junge. Hm. 7 wäre nicht so gut für mich. Ich könnte auf 18 schicken. Wir schicken auf 18, Bot-Kumpel. 18 klingt gut. 360. Schauen wir mal. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich kann Mega Locker holen. Das halte ich. Super wichtig. Super wichtig. So. Ja, Upgrade. Ich werde noch eine Visor reinpacken. Werde ich nachher noch aufwerten. Ja, ein 42er Kingpin. Relativ klein. Noch ein Golem steht da. Wir haben noch einen Angler hingesetzt. Oh, der Bot. Der Bot macht mich fertig. Aber wir schicken jetzt auf 18. Volle Power. 360 Echo Send. Okay. Er hat von allem etwas. Aufprallschaden kommt. Das heißt, wir hauen wieder ein bisschen Stich rein. Hat er dicke Tanks? Ja. Das kommt mit vor Eis. So machen wir es erstmal. Hermit schicke ich noch mit. Zack. Oh, das muss ich blocken. Und dann gucke ich, was ich noch so rauskriege. Ich könnte noch eine Hexe reinknallen beispielsweise. Ja, viele von denen. Auch von den Piraten, ne? Hm. Ja, die anderen Fürsten, die packe ich jetzt hier hinten hin. So, da ich jetzt nicht mehr genug habe für einen weiteren Fürsten, kommt da noch nur so rein. Ja, viel, viel, wo Stich schicken müsste. Ich krieg sogar noch einen rein. Warum nicht? Schicken wir noch einen rein. Mal ein Robo, mal sehen, ob der noch rausgeht. Rocker kann ich noch holen. Der geht noch raus, sehr gut. Machen weiter Echo Sense. Oh, Feuerfürsten. Das sieht nicht gut aus. Der ist durch, aber ich werde nicht durchkommen. Holy shit. Ich muss hier blocken. Aber mein Bot-Kumpel ist zum Glück durchgekommen.
Können wir noch Worker aufhauen? Sehr gut. Wir kriegen auch ein bisschen auf die Fresse, aber das ist schon sehr wichtig. Das ist wirklich sehr wichtig, dass die da ordentlich aufs Maul kriegen. So. Upgrade. Stichschaden ist, bin ich ganz gut dabei. Pass auf, ich roll mal. Seeschlangen. Seeschlangen sind sehr gut. Harpien könnte ich noch mit reinpacken. Upgrade. Upgrade Hit. Stellen wir noch eine Seeschlange hin. Und eine Harpie hier hinten hin. Ja, wir müssen wieder sammeln, sonst komme ich nicht durch. Wir machen weiter Echo-Sense, die ganze Zeit Drachen. Schicken nur Drachen. Ich könnte jetzt auf der 20 einfach probieren. Schamane rein. Stichler rein. Packleader rein. Und hoffen einfach mal, dass das funktioniert. Sieht gar nicht mal so gut aus. Millenniums Upgrade. Ich pack noch einen hin. Ah, was können wir noch? Was können wir noch? Ich könnte hier auch noch einen Wanderer hinstellen. Oder zwei. So viel Auswahl habe ich ja leider nicht. Was hat der denn geschickt? Einen Haufen Dinos? Also Magieschaden ist genug da. Holy shit. Ich will trotzdem noch ein Voreis mit rein. Das ist echt krass, was der da baut. Ein Haufen Healing. Also ich habe keine Ahnung, wie ich da gewinnen soll. Ich liege übelst weit zurück. Healing übelst fett. Feuerfürsten da, also mit Phönixen. Holy shit. Wir müssen auf 22 gehen. Wir müssen einfach auf 22 gehen. Das ist die einzige Chance, die ich hier habe. Dass ich jetzt nochmal eine Runde sammle. Die werden aber jetzt schicken. Die werden wahrscheinlich werden die jetzt schicken. Ist so meine Vermutung. Probieren. Die sind so weit voraus. Holy shit. Die Golems sind noch verstärkt, um die Runde zu halten. Oh ja, shit. 1300. Prinzipiell müssen wir nur überleben. Also der King muss überleben. Das sieht aber nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Holy shit. Ich weiß aber nicht, was ich hätte anders machen können in dem Moment. Vielleicht was anderes schicken. Keine Ahnung.
Weil ich dann einfach bessere Einheiten gehabt. Und die klüger platziert. Also die waren ja so weit voraus die ganze Zeit. Er hat auch gut geschickt. Ja. Solche Games gibt's auch. Holy shit. Ja, am Anfang waren wir noch ganz gut dabei, aber dann war Schluss. Der hat auch 115 Worker hatte der. Ja, ich bin nicht hinterher gekommen, weil der immer gesammelt hat, der eine. Schade, schade, schade. Naja. Hä? Gegenangriff genommen? Haben wir nicht verkackt? Okay. Na gut. Wegen Chaos hat er sehr viel Auswahl gehabt. Daran lag's. Na gut. Das war eine weitere Runde von Legion. Schaut doch gerne bei den anderen Videos vorbei. Zum Beispiel hier, da wurde ich auch allein gelassen. Schaut's gerne an. Lasst ein Like da. Ein Abo, wenn ihr wollt. Bis dahin. Entspannten Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.